Nach den Abstürzen von zwei Boeing-Maschinen des Typs 737 MAX gelten im Moment weltweit Flugverbote für den Passagierjet. Boeing arbeitet an einem Update für die Software, die zu den Unglücken in Indonesien und Äthiopien geführt haben soll. Nun hat US-Präsident Donald Trump dem Flugzeughersteller auf Twitter Ratschläge gegeben, wie das Image des Pannenfliegers seiner Meinung nach noch zu retten sei. Er würde die Ausstattung des Jets aufwerten und ihm einen neuen Namen geben. Kein Produkt habe so sehr gelitten wie dieses, schrieb Trump weiter. Schon Mitte März hatte er auf Twitter geschimpft, dass Flugzeuge generell zu kompliziert geworden seien. Die Maschinen von heute könnten nur noch von Computerspezialisten gesteuert werden, beklagte Trump. Ende der 80er Jahre hatte der heutige US-Präsident selbst eine Fluglinie besessen und dafür mehrere alte Boeing 727 gekauft. Nach nur 3 Jahren verkaufte er die Airline Trump Shuttle wieder mit Verlust.